Der Scheingatte heisst das neueste Buch von Alexander Nieffenegger. Und hinter dem scheinbar harmlosen Titel versteckt sich eine ganz brisante Geschichte. Zwar sind sie fiktiv, aber wie der Autor selber sagt, basiert sie schon auf wahren Begebenheiten. Bekannt dabei ist, dass der Alexander Nieffenegger enger Mitarbeiter von Bernhard Hess, Mann Nationalrat der Schweizer Demokraten, war. In seinem Buch rechnet er ja auch gnadenlos mit seiner Vergangenheit ab. Der Markus Bochhändl hat schon mal drin gelesen. Begrüßte. Hallo Thomas, erklang Juanos Stimme wie immer freundlich und warm, als die Tür geöffnet wurde. Möchtest du gerne 30.000 Franken verdienen? Du müsstest dazu lediglich eine Frau heiraten, meinte er, als handle es sich um etwas ganz Alltägliches. Der Alexander Nieffenegger liest aus seinem aktuellen Buch «Der Scheingatte». Bevor der Roman in den Bücherregal steht, sorgt er schon für Zündstoff. Der Alexander Nieffenegger verarbeitet im Roman seine politische Vergangenheit. Es ist so, es handelt sich dort um einen Lebensabschnitt aus meiner persönlichen Biografie. Das Buch ist von A bis Z basierend auf wahren Gegebenheiten. Die Hauptfigur namens Tom ist ein enger Mitarbeiter vom Nationalrat. Im weiteren Verlauf der Handlung geht es um Brisanz, dunkle Machenschaften, Veruntreuung von Spendengeldern und vor allem eine Schiene mit einer Gogotänzerin, wo der Tom darauf eingeht, laut dem Buch auf Befehl von seinem Chef. Ich habe einfach das Bedürfnis gehabt, die Geschichte ursprünglich einfach für mich aufzuschreiben. Und habe dann gedacht, ja, an und für sich könnte ja das vielleicht Stoff sein, der noch andere Leute interessiert. Und so ist die Idee gekommen, dann den Roman zu verfassen. Und wenn sich irgendjemand angesprochen fühlt, weiss ich nicht, was die Personen werden davon halten. Und es ist mir ehrlich gesagt auch gleich, was sie davon halten. Fakt ist, die Hauptfigur Tom ist der Alexander Nieffenegger. Fakt ist auch, er war Mitarbeiter im Zentralsekretariat der Schweizer Demokraten gewesen. Fakt ist weiters, er hätte in dieser Funktion mit dem Nationalrat Bernhard Hess zu tun gehabt. Ist das Buch also eine Abrechnung mit den Schweizer Demokraten? Der Alexander Nieffenegger darf sich zu dieser Frage aus rechtlichen Gründen nicht klar äußern. Die Partei, die es im Buch darum geht, sind damit Schweizer Demokraten gemeint? Muss man der Fantasie überlassen. Geht es im Buch um Bernhard Hess? Auch das muss man der Fantasie überlassen. Im Buch heisst der fiktive Nationalrat Hanno Voss. Telebern informiert der Real-Nationalrat Bernhard Hess über die Veröffentlichung vom Buch «Der Scheingatte» und gibt ihm einen Auszug aus dem Buch zum Lesen. Der Schweizer Demokrat will vor der Kamera keine Stellung dazu nehmen und lässt offen, ob er oder seine Partei im Buch gemeint sei. Am Telefon sagt er uns seine Meinung über Alexander Nieffenegger. Zitat: Alexander Nieffenegger wurde wegen Unregelmäßigkeiten als Mitarbeiter des Zentralsekretariats der Schweizer Demokraten entlassen. Alexander Nieffenegger ist psychisch krank und Profilierungsneurotiker. Und Alexander Nieffeneggers Buch sei wohl eine Racheaktion gegenüber den Schweizer Demokraten. Wie auch immer und wer auch immer im Buch vom Alexander Nieffenegger schlussendlich gemeint ist, der Scheingatte könnte allerhand politischen Staub aufwirbeln.